Und damit herzlich willkommen zur Gwent-Beta. Ich habe mich entschlossen, dass ich da doch ein bisschen was aufnehme. Zumindest so ein paar Matches kann man ja zeigen. Außerdem kann ich ja die Gelegenheit nutzen und euch mein Deck zeigen. Vielleicht hat auch jemand ein paar Verbesserungsvorschläge. Ist immer gern gesehen, wenn's denn konstruktiv bleibt. So, dann schauen wir gleich erstmal. Also das hier ist die Oberfläche, da kann man spielen. Freundschaftsspiel mit einem Freund spielen, kriegt man allerdings keinen Loot für. Erkläre ich auch gleich. Dann Übungsspiel gegen den Computer und das Tutorial, das ich schon gemacht habe. Ja, habe ich schon gemacht, ist aber, naja, ist auch nicht so spannend. Man lernt ein paar Kniffe, wie halt das Spiel, das Standalone-Spiel sich von dem Witcher-Spielen unterscheidet und so weiter. Aber so aufregend ist es nicht. Man kriegt halt ein gratis Kartenfass, wenn man das Tutorial macht am Anfang. So, dann haben wir hier Karten, Deckschmiede. Da schauen wir erstmal rein. Ich würde sagen, wir schauen einfach erstmal rein. Das hier ist mein Deck. Besteht aus 32 Karten, wie man oben sieht. Heißt Nördliche Schlacht, weil ich mit den nördlichen Königreichen spiele. Da schauen wir erstmal rein. Und wie ihr seht, ich habe hier schon einige Karten hier drin in dem Deck und habe noch einige andere, die ich nicht im Deck drin habe. Entschuldigung. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal. Ist das das Lied? Nein, das ist nicht das Lied. Okay, gut. Also den hier bekommt man zu Anfang geschenkt. Der ist im Starterdeck mit dabei. Ciri ist grenzgenial. Wenn du eine Runde verlierst, nimm diese Karte zurück auf die Hand. Was für meine persönliche Strategie perfekt ist. Dann haben wir hier Regis. Wenn diese Einheit vom Schlachtfeld entfernt wird, transformiere sie in die Einheit Regis höherer Vampir und bringe sie aufs Schlachtfeld zurück. Ist also 1:1 genau derselbe Effekt wie die Kuh, nur eben in Gold. Sage ich auch gleich was zu. Also die Kuh gibt's auch, wird zerstört am Ende des Zugs oder von einer anderen Karte zerstört. Kommt dann bei ihr der Chort und bei ihm halt der Regis höherer Vampir, so wie er halt auch bei The Witcher ausgesehen hat. Daredanische Reiter, die sind dreifach drin. Hier blaue Streifen sehen auch anders aus. Feldsanitäterin ist quasi die Heilerin des kleinen Feenleins, wie hieß die? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Karten hier sind äußerst nützlich und haben eine sehr, sehr geniale Strategie in sich. Zeige ich bestimmt noch. Und die hier verstärken halt andere Karten. Kann ich zwei Nicht-Gold-Einheiten aussuchen und kann diese dann um 3 Punkte verstärken. Sind auch sehr, sehr nützlich. Dann haben wir Shani. Ach ja, stimmt. Hier, Feldsanitäterin. Es wird sehr viel bei Gwent wird sehr viel auf Zufall aufgebaut. Normalerweise bei der Heilerin des kleinen Feenleins oder wie die auch immer hieß, bei The Witcher, konnte man sich ja eine Karte aussuchen vom Friedhof, die man beleben will. Das ist hier nicht so, das ist nur bei Shani so. Und Shani hat auch die tolle Fähigkeit, dass die wiederbelebte Karte dann zu einer Goldeinheit wird. Die Goldeinheiten sind unantastbar für die meisten Effekte. Es gibt auch natürlich Effekte, die auch Goldkarten oder gerade Goldkarten betreffen. Aber die sind eher selten gesehen, diese Karten, die diesen Effekt haben. Zumindest habe ich noch keine gesehen. So. Sheila de Tankerville, wenn die gespielt wird, kann man eine andere Karte des Gegners schwächen um 4 Punkte. Der hat keine Fähigkeit, die habe ich einfach zweimal. Diese hier zum Beispiel verstärken eine andere Karte um 4 Punkte. Und der hier kann eine weitere Karte ausspielen, wenn ich denn eine auf dem Feld habe, die noch einmal im Deck liegt. Im Deck, nicht auf der Hand und nicht im Friedhof, nur aus dem Deck. So, die Balliste. Die Balliste schädigt eine andere Karte des Gegners um 2 Punkte. Die verstärkten Tribok sind auch sehr nice. Alle 2 Züge wird automatisch zufällig eine Karte des Gegners ausgewählt und um 2 Punkte geschwächt. Und der hier wird nach 2 Zügen einfach eine Goldeinheit. Dann gibt es jetzt wunderbare neue Zauberkarten. Wähle eine Nicht-Gold-Einheit auf dem Schlachtfeld aus und verringere ihre Stärke um 6. Was schon relativ nice ist. Verbrennen ist verbrennen. Dann gibt es den Schwalbentrank. Eine Nicht-Gold-Einheit um 8 verstärken. Und wenn es ein Hexer ist, sprich entweder Wesemir, Eskel oder Lambert, dann um 12 verstärken. Was gut sein kann, aber wenn der Gegner dann verbrennen hat, ist ja beide Karten verschwendet. So. Verstärkung. Verstärkung in Zusammenspiel mit dieser Karte, mit einer von diesen Karten hier. Bombig.
Verstärkung hat nämlich den tollen Effekt, wenn die eine dieser Karten hier auf dem Feld liegt und die anderen beiden im Deck sind, darf ich alle anderen beiden ausspielen, solange sie im Deck sind, nicht auf der Hand und nicht im Friedhof. So, und befördern ist, wähle eine Nicht-Gold-Einheit auf deiner Schlachtfeldseite aus, verwandle all ihre Kopien auf deiner Schlachtfeldseite in Goldeinheiten. Was sehr, sehr wichtig ist, entweder für diese Strategie mit dieser Karte hier, oder Voltest hat den tollen Effekt, dass man eine Bronzeeinheit auf meiner Schlachtfeldseite verdoppeln kann. Und zwar sämtliche Modifikationen, die diese Karte hat. Man sieht es hier rechts, ich kann meinen Finger drauf zeigen. Siehst du? Da ist das. Da ist das. So. Auf jeden Fall, da gibt es dann diese tolle Strategie. Du spielst diese Karte hier. Der Gegner denkt sich, okay, spielt er halt eine Dreierkarte, die sich verdoppelt, hat er 6 Punkte gespielt. Ist jetzt nicht so aufregend. Dann kriegt diese Dreierkarte einen Push entweder mit der Schwalbe oder mit den beiden hier. Er denkt sich, okay, na gut, hat er halt die verstärkt, damit ich mit Verbrennen da nicht unbedingt so viel machen kann. Ist okay. Dann kommt Voltest ins Spiel. Wenn ich eine dieser Karten, die sich verdoppeln, wenn ich sie spiele, das heißt, ich spiele eine dieser Karten, habe dann 2 auf dem Feld, verstärke eine dann mit der Schwalbe oder mit den Typen hier, mit den Späher der blauen Streifen. Wenn diese dann stark genug ist, verdopple ich die und die verdoppelte verdoppelt sich wiederum. Das bedeutet, ich habe dann 3 Karten, die mords verstärkt sind, auf dem Feld liegen und wenn er die nicht gleich zerstört und ich habe die Karte in der Hand, diese vergoldet nämlich nicht nur eine Karte, sondern jede Karte, die genau gleich ist wie diese da, also die genau gleich heißt. Das heißt, jede einzelne Karte der armen Infanterie wird dann Gold und er kann nichts mehr dagegen tun. Nichts. Ist eine geile Strategie, nur musst du halt alle Karten ziehen dafür. Das ist auch klar. So, das ist... Es kracht im Hintergrund. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen, also das ist im Ganzen mein Deck. Wie ihr seht, es sind 32 Karten, sind schon relativ viele. Weil je mehr Karten man hat, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man wirklich die guten Karten zieht. Aber dafür hab ich in dem Deck eigentlich 2 Strategien, die ich verfolgen kann. Ja, dann würde ich sagen, zurück. Ein bisschen räuspern. Und dann Kartensammlung, was man auch hier machen kann. Ich muss mich räuspern, Entschuldigung, Moment mal. Ganz kleinen Augenblick. So, ich habe einen kleinen Schnupfen, falls es auffällt, falls es auffallend auffällt, ja. So, ich habe einen kleinen Schnupfen, es ist egal, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben wir hier diese wunderschöne Kartensammlung. Und da kommen wir schon auch in diese Richtung hier oben, weil das hier, das mittlere, das nennt sich Scraps. Mit genügend Scraps kann man sich, man sieht es hier rechts unter der Illustration, unter der großen Illustration. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf das Horn des Kommandanten, das im Übrigen nicht unbedingt so nützlich ist in dem Spiel, zumindest für meine Strategien. Man kann Karten zermahlen, um Scraps zu bekommen. Das kann ich auch mal ganz kurz demonstrieren. Womit demonstriere ich das mal? Ich demonstriere das einfach mal mit einer solchen Karte. Man kann hier nämlich hingehen und kann sagen, aha, man kann sich erstmal die Karte anschauen, was auch sehr, sehr nice ist. Und dann zermahle ich mal eine davon, weil die brauche ich eh nicht. Die habe ich eh nicht im Deck. So. Und dann bekomme ich 10 Scraps dazu. Man hat es gesehen, vorher waren es 180, jetzt sind es 190. Und dann kann man wiederum für diese Scraps andere Karten herstellen. Wobei ich da eher so der Typ bin, ich will viele Scraps haben und mir gute Karten machen. Nämlich zum Beispiel hier diese ganzen Heldenkarten. Geralt Igni wäre mir da rechts, sehr recht als nächstes. Oder Borg Dreidolen, also Willentretenmerd. Der andere Name von Willentretenmerd ist Borg Dreidolen. Zumindest hat er sich Geralt gegenüber so vorgestellt in der Geschichte, wo er vorkommt. Und ja, ich hatte überlegt, ob ich vielleicht auf Wesemir, Lambert und Eskel gehe, aber dann hätte ich noch eine dritte Strategie im Deck und ich weiß nicht unbedingt, ob das so geil ist. Naja.
Auf jeden Fall, der Geralt hier ist toll. Den bekommt man ja am Anfang geschenkt. Der hat eine animierte Animation, also ein animiertes Bild. Bewegt sich durchgehend, ist wunderschön. Der hier ja eher nicht so. Ist dieselbe Karte, aber... Naja. Ausgegraut halt. So. Dann Monsterkarten. Monsterkarten sollte ich keine... Ich habe eine Monsterkarte. Wieso habe ich eine Monsterkarte? Weg. Weg damit. Also es ist relativ gut, wenn man sich bei Gwent auf ein Deck spezialisiert und ab Level 3 kann man diese Karten eben zermahlen. Es gibt Level, hier ich bin Stufe 6, ab Stufe 3 kann man diese Karten zermahlen und alle überflüssigen Karten, die man nicht spielt, also ein Deck präferieren, das ausbauen und alle anderen Decks einfach komplett zernichten, zermahlen und in bessere Karten investieren. Ich habe mir dann, nachdem ich alle zermahlen hatte, habe ich mir dann zwei Goldkarten gemacht und das war Regis und Ciri waren das. Ja. Nur gut, das ist also quasi hier die Kartensammlung. Ich wollte ehrlich gesagt aber... Moment, bekomme ich jetzt die Musik? Ich schau mal ganz kurz. Entschuldigung. Ist das die Musik? Ist das das Lied? Moment. Das ist das Lied. Bitte hört euch das Lied an. Ich habe dieses Lied schon bei The Witcher 3 geliebt. Einer der Gründe, warum ich Skellige so liebe. Auf Art Skellig, oder? Ja, natürlich, auf Art Skellig, ist dieses Lied im Hintergrund zu hören. Es ist so wunderschön und so dermaßen entspannend. Und ich habe heute tatsächlich den Twitter-Account @gwent_de angeschrieben, ob der Gwent-Soundtrack auch... rauskommt zum Anhören, haben mir geantwortet, dass es die Tage wohl auf mehreren Streaming-Plattformen erscheinen wird. Wahrscheinlich Spotify und Amazon Music, ist meine Vorstellung, weil sonst fällt mir nichts ein. Alter, dieses Lied. Und angeblich ist dieses Lied auch dabei, weil nach diesem Lied hier habe ich im Speziellen gefragt, weil das einfach so wunderschön ist und das wird bei mir dann inklusive The Vagabond von The Witcher 3 Hauptsoundtrack in Dauerschleife laufen. Es ist... Vielleicht mache ich mir auch eine Loop-Version und lass die einfach den ganzen Tag laufen. Es ist... Boah, ich liebe dieses Lied. Es ist unglaublich. Es ist so wunderschön, diese Musik. So, dann haben wir den Laden und wir sehen schon an dieser wunderbaren Illustration, es erwartet uns jemand im Laden. Mensch will kaufen, Mensch immer recht. Jawohl! Den Mensch haben Glitzersteine. Jawohl, der Kartentroll spricht es schon an. Das ist hier übrigens der Kartentroll, der macht lauter lustige Sprüche. Aha. Ich liebe ihn. Er ist der Hammer. So, hier ist also der Shop. Kann man sich für echtes Geld und für Ingame-Währung. Schrepptopf auf Brennsteine lassen? Ja, kann man für Ingame-Währung und für echtes Geld natürlich, kann man sich Kartenfässer kaufen. Also Kartenfässer sind eigentlich Booster-Packs. Es enthält 5 Karten, 4 normale Karten und mindestens eine der Stufe selten, episch oder legendär. Meistens sind es allerdings Karten, die ich nicht brauchen kann. Alter, was ist mit ihm? Kackt er gerade oder was macht der? So, Ingame-Währung ist also, ich gehe da wieder raus, weil der Troll ist gerade ein bisschen nervig. So,
Ingame-Währung sind diese Dinger hier. Das sind, ich glaube, Erz heißt. Ja, es heißt So, diese Dinge hier sind die Ingame-Währung, die man gewinnt, wenn man gewinnt. Ja, so einfach ist das. Man gewinnt was, wenn man gewinnt. So, und für 100 dieser Erze kann man sich ein Kartenfass kaufen und ja, bei jedem Stufenaufstieg bekommt man 100 Erz und bei jedem Sieg bekommt man entweder Scraps oder Erz. So, dann gibt es hier noch einige etliche Optionen. Man kann allgemein die Sprache verstellen, Vibration kann man aktivieren. Bei mir hat noch nie was vibriert, möchte ich nur mal darauf hinweisen, obwohl das Gamepad angeschlossen ist. Anzeige 1 ist mein Bildschirm, 1920x1080, Full HD, Vollbild ist aktiviert. Natürlich, Grafikqualität ist auf 4K, warum auch immer. Es gibt einfach nur, es gibt Hoch und es gibt 4K, er hat es automatisch auf 4K gesetzt, ist so. So, stumm kann man es auch schalten, Musik habe ich sehr laut gemacht, weil die Musik einfach so geil ist. Effekte sind auf 6, Sprachlautstärke ist auf 7, alles in Ordnung, kann man so lassen. Dann würde ich sagen, diese kleine Einführung in die Gwent Closed Beta ist jetzt vorbei. Ich werde jetzt noch so ein, zwei Matches vielleicht aufzeichnen oder drei oder vier, je nachdem wie ich drauf bin. Aber für die jetzige Folge verabschiede ich mich mal. Ja, wenn ihr so ein Spielchen oder zwei sehen wollt, dann... Ich war gerade abgelenkt, weil ich gedacht habe, ich höre Geräusche. Okay, dann schaltet einfach morgen wieder ein. Wir sehen uns, sind halt nur 17 Minuten jetzt, aber hey, 17 Minuten. 17 Minuten sind auch schon was. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schaltet morgen wieder ein. Bis dann und ciao. Wie perfekt die Musik jetzt einfach aufgehört hat.